ist viel zu wenig Stamina. Ich will ja nur diesen einen blöden Kobold hier wegkriegen. Ist auch schon wieder zu viel, ne? Ja, danke. Och Mann, Leute. Ach Leute. Schnell Pudding essen. Ha! Verlasst uns diesen verdammten Kobold. Ich wollte doch gerade angreifen. Mann, dieser blöde Kobold einfach. Ich hasse diese Viecher einfach. Die sind scheiße. Einfach weil ich keine Stamina die ganze Zeit hatte. Und dann hatte und dann konnte ich... Ich konnte ja nicht ausweichen, weil ich keine Stamina hatte. Deswegen trifft die Chain auch die ganze Zeit von dem. Und dann war ja nicht mal mein Escape-Skill da. Ja, reg ich mich auf. Womit? Mit Recht. Blab. Und jetzt wartet da ein fast toter Kobold auf mich. Und diesen Kobold werde ich umnieten. Das kann ich euch versprechen. Oh yeah. Wo ist überhaupt die Quest mit den Kobold-Dingern? Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. So, wir warten jetzt eben, dass wir wieder volle Regeneration haben. Weil halbtot möchte ich eh nicht hier reinrennen. Oh, ich dachte, dieser Uruk dreht sich jetzt zu mir. Und ich habe gerade angefangen zu süppeln. Ach, Manuel. Süppel ich jetzt noch ein? Ja, ich muss noch ein. Ich süppel noch ein. Ist mir egal, was ich hier pull. Ich will diesen Kobold weg haben. Aber es ist so doof, was ich mache. Ich weiß, dass ich das richtig dumm gerade mache. Aber wenn da irgendwo ein Kobold noch ist. So, du Arschloch, ne? Du Arschloch. Dich mache ich fertig jetzt. Gnade dir Gott, ich sage dir. Entschuldigung für mein Schweigen, aber ich musste mich konzentrieren. Okay. So, jetzt sind hier nur noch ein paar blöde Uruks. Die sind süß und klein und lieb und man kann sie ganz schnell umnieten und ich habe den einen übersehen. Ja, ja. Ach, Kinders, benimmt euch. Solange jetzt nicht noch ein Kobold kommt, ist mir das egal. Oh mein Gott, er rennt einfach so an mir vorbei. Ich glaube, Fleisch habe ich gleich genug. Ja. So, einfach interrupten das Tier. Einfach rein und gut ist. So, jetzt müssen wir hier noch die Kobolde einsammeln. Was will Leani denn machen? So, jetzt, was müssen wir denn jetzt? Noch die Blümchen einsammeln, ne? Und die blöden Kobolde. Und die Kobolde mache ich lieber da, wo keine Orks sind, weil die Orks, die sind zwar nicht so schwierig, aber tun schon weh. Tun schon weh, die Uruks. Mein Gott. Berge hochklettern. Dafür bin ich nicht geboren. So nicht, Kobold. Ich sage dir, das hat deine ganze Sippe gerade schon an mir versucht. Einer hat es geschafft. Doch ich stehe auch wieder auf.
Ich laber so eine Scheiße gerade. Aber ich habe einfach. Mich regt das einfach auf, wenn ich sterbe. Wenn ich dann auch an das sterbe, weil einfach alle Monster so. Weil es einfach dann alles so ungünstig steht. Und ich bin dann eigentlich immer sauer, eigentlich auch nur auf mich, weil ich immer denke so: wieso? Muss das jetzt so sein? Warum? Kann doch nicht wahr sein. Wieso sind jetzt hier so viele Harpien und nicht mehr so viele Kobolde? Verarsche oder was? Wir haben sogar fast eher alle Blumen, als wir Koboldwaffen haben, tatsächlich. Solange diese Viecher es nicht schaffen, mich anzuketten oder mit dem stärksten Angriff mich, wow, treffen. Ja, funktioniert halt mal wieder alles. Da ist die Waffe. Heb die Waffe auf! Das ist mehr alles, was wir brauchen für die Quest. Level 35er Harpien. Jetzt wird die Daily noch spaßiger, ich sag es euch. Aber wenn wir die mal treffen würden mit Autodex, aber es sind wieder so fliegende Viecher. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich schaff's nicht, sie zu treffen. Es geht einfach nicht. Es ist einfach unmöglich für mich. Oh, toll. Oh Gott, da hatten wir aber Glück. Du wirst mich nicht anketten und die Waffe aufheben. Und da hinten ist noch ein Blümchen mit einem Kobold. Das trifft sich irgendwie gut. Und links vor mir war, glaube ich, habe ich einen Harpienschlag gehört. Ein Harpienschlag. Oh mein Gott. Gedodged. Was? Das kann gar nicht sein. Das ging gar nicht. Ich habe den ja noch weggenockt. Das hätte. Betrug ist das. Betrug. Aber ich will das Gebiet noch heute fertig kriegen. Aber es ist wirklich anstrengend, so an einem Stück aufzunehmen. Und ich habe mittlerweile so viel von Videos, dass ich wahrscheinlich bald nur noch schneiden kann, weil meine Festplatte sonst zu voll wird. Hä? Und warum? Weil ich Raiders spiele. Der schießt manchmal ganz komisch. Also, ne? Die schießen ja. Der hat keine Waffe verloren. Das ist der Erste, der seine Waffe nicht verloren hat. Es war jetzt eine Schmach, dass ich dich mit Autotext getötet habe, oder was? Was zur Hölle? Welche Quest soll denn hier eigentlich noch sein? Ach, das ist wahrscheinlich... Ach so, ja. Dass man quasi aus dem Gebiet rausgehen muss. Okay. Aber das machen wir erst gleich, weil wir müssen ja gleich noch sowieso irgendwie ständig nach Rietz für manche Sachen. Es gab noch Zeiten, wo man diese ganze Reihe an, diese ganze Reihe von Quests beendet hat und danach ein Level-Up gehabt hatte. Und jetzt ist einfach nur so, ich weiß eh, dass ich kein Level-Up schaffe. Nicht mal mit dem nächsten Gebiet kriegt man nicht mal ein Level-Up. Ich meine, was ist das? Was ist das für eine Logik eigentlich, Leute? Wieso hat der eine Kobold gerade keine Waffen gedroppt? Jetzt müssen wir uns noch eine suchen. Der hat es nämlich gemacht. Der weiß nämlich, wie das geht. Jetzt müssen wir uns noch einen Kobold suchen. Der hier irgendwo... Die laufen doch überall welche rum, oder nicht? Huch. Hm. Nur nicht, wenn ich auf die Jagd gehe. Ich fühle mich verarscht. Von Kobolden. Juhu. Wo ist denn jetzt hier noch ein Kobold, Mann? Leute, es kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Unverschämtheit. Aber wir haben schon 45% und ich komme hier den Berg nicht hoch. Dann probiere ich das eben hier. So, da ist noch einer. Okay. Und ein Uruk. Aber scheiß auf Uruk. Scheiß auf Uruk.
Gib mir dann wahrscheinlich. Ich denke jetzt sowieso, dass ich jetzt die Quest nach dem beenden kann. Und wahrscheinlich droppt er seine Waffe dann nicht mal. Weil einfach. Yay, Leani. Leani hat meine Let's Plays gesehen. Ah, oh, da freue ich mich aber. Und wenn er jetzt sagt, sind scheiße, dann freue ich mich trotzdem. Das kann ja nicht jeder meine Let's Plays schön finden. Das weiß ich doch auch selber. Oh ja. Deswegen gibt es jetzt erstmal Blessings to everyone. Oh yeah. I'm a crazy mofo sometimes. And I love to jump. And I love to jump with my reindeer, reindeer. So, was müssen wir alles töten? Eigentlich alles, was hier rumläuft wahrscheinlich, ne? Contaminated soldiers, contaminated irgendwas, contaminated alles. Hier liegt irgendwie was, was wir sammeln müssen. Ach so, Holz, okay. Sammeln wir das Holz einfach nur ein. Da ist noch eins. Ach, 7 Stück. Das ist aber ganz schön viel, ne? Aber wisst ihr eigentlich, was sehr, sehr amüsant ist? Das sind eigentlich so fast alle Quests, die wir hier machen müssen. Dann sind wir auch schon mit der Mauer fertig. Weil viel mehr Quests kommen gar nicht. Wir geben halt richtig viele Nebenquests noch so. Och, ey, ich hasse das, wenn du blockst. Ha! Jump an mir vorbei. Jumper, Jumper. Chew. Chew, chew. Wie konnte der mich jetzt treffen? Wie konnte mich das treffen? Hallo? Hallo? Was bist du denn für ein Hacker? Ja, geschieht dir recht, ne? Ah, ich krieg Hilfe von Leani. Juhu! Verarscht. Habe ich dich verarscht? Bin ich fast tot? Oh, brauche ich von denen irgendwelche Sachen? Oh yeah, stimmt ja. So, hier ist noch ein Stein, den wir einsammeln können. Ach nee, ist doch kein Stein. Das ist eine Verarschung. Hä, weiß ich nicht. Greife ich das Monster jetzt an oder nicht? Nein. Nein. Wir greifen diesen Creeper jetzt an. Ich wollte mich gar nicht treffen lassen. Ich habe aber auch, ich muss aber gestehen, ich habe ja auch noch zwischendurch geschrieben. Das war Fehlleitung. Alter, ich bin fast tot. Jetzt stirb endlich, stirb! So. Huch, ich habe irgendwas umgeworfen. Egal. Hauptsache, es geht hier weiter. Oh yeah. Ich habe mal so ein bisschen gerade so den Ruf überprüft. Sieht gut aus. Sieht gut aus, oh ja. Komm her, Moppy. Kommst wahrscheinlich eh nicht her, weil du dann wieder deine Giftspritzen nur benutzt. Ich hasse diese Monster, weil diese Monster, die kannst du grundsätzlich nicht ziehen. Weil wenn du weggehst, dann sprühen sie einfach die ganze Zeit nur ihr Gift. So wie jetzt. Ja, treff mich doch nochmal. Kite ich dich einfach. Kiting to death. Oder something. Ach. So, jetzt kannst du mich angreifen. So, blödes Vieh. Fast alle Quests, die es an der Mauer gibt. So, ich habe mal eben schnell geantwortet. Ich werde eigentlich so, glaube ich, die Creeper als erstes wegmachen, weil die sind total nervig. Totalitär sind die nervig. Oh ja.
nervig und stark sind sie. Also die haben viel zu viel HP, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich gar nicht diesen gewaltigen Damage-Output haben. Komm mal in unseren Level. Dann wird dir Leveln keinen Spaß machen erstmal, das sage ich dir. Das sage ich dir, aber es ist machbar. Flausch und Dotter haben das in einer Woche geschafft von 35 auf Level 40. Ich werde das nicht so schaffen, aber... Ich ziehe gerade noch einen, oder? Ja. Jetzt wird's scheiße gefährlich für mich. Okay, schnell diesen einen weg. Oh, gedodged. Das sind die Dodge-Skills. So, ich frage mich gerade die ganze Zeit, wo Leani jetzt bleibt. Der hat gesagt, er möchte, kommt jetzt, weil er langweilig ist und Hilfe kann ich hier definitiv gebrauchen eigentlich, aber kein Leani da. Bin enttäuscht. Oh ja. So, jetzt brauchen wir nur noch ein Holz, das sammeln wir schon mal ein, dann haben wir das schon mal, dann ist das schon mal fertig. Ich hasse diese Creepers, ich sage es euch. Ich hasse diese Creepers. Pam! Nix da, ich lass mich nicht von dir treffen. Ich hab da ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Jawoll! Nur noch 3 Stück von diesen Creepers. Erstmal. Ach, das sind, guck mal, guckt mal. Da sind doch so schon mal so Sparsteine, die wir einsammeln müssen. Toll. Haben wir natürlich früh gesehen. Noch vor der Mauer. Wobei, das ist natürlich auch alles eine Frage der Perspektive, ob man vor oder hinter der Mauer ist, ne? Ich könnte ja jetzt auch hinter der Mauer sein. Collect Stones. Die Steine sehen, ich stehe auf der Mauer. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Ich weiß gar nicht. Ich überlege gerade, was ich mache, wenn ich mit dem Questen fertig bin. Es wird gesagt, eine bestimmte Mod-Art halt zu farmen. Aber das dauert ein bisschen länger. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so effektiv ist. Aber ich habe mir gerade gedacht, ich kriege ja ein bisschen XP auch durch die HHQ-Dinger. Wobei, Esodia dauert ja schon lange, aber dass ich die Keys wenigstens weg hätte. Aber ich bin mir da auch nicht so schlüssig. Links vom Durchgang. Da müsste er eigentlich in der Nähe sein, weil es ist doch links, oder? Ja, ich schreibe mit der anderen Hand. Okay, er hat mich gefunden, aber ich habe ihn nicht gefunden. Hä, wo ist er denn? Ah! Da ist er. Da oben steht er. Leani, ey. So, blöden Creepers sind fertig. Jetzt können wir uns wieder... Die sind eigentlich auch ganz cool, wenn die nicht irgendwie ihre Hacks anmachen. Dass mich das jetzt nicht getroffen hat, hat mich aber... Huch, ich hatte gerade einen Frame-Einbruch. Na toll. Okay, 3 von 7. Schön. Die sind aber auch... Die sind auch irgendwie nicht so zäh wie die... Verdammten Creeper. Und am besten sind eigentlich echt die Trolle und das Moos. Oh, er hat mich getrollt. Er bleibt einfach da stehen.